Hi, mal wieder ein kleines Testvideo zu neuen Windows Mobile 10 Build. Das ist die Versionsnummer mittlerweile 512.122. Da geht es wieder mal um hauptsächlich um Stabilitätsverbesserungen halt und angeblich einen kleinen Performance-Schub soll es in anderen, in bestimmten Apps auch geben. Und für mich wichtig, anscheinend hat sich am Akkuverbrauch nochmal was getan. Der war für mich doch ein bisschen kurz, die Laufzeit des Geräts im Vergleich zur 8.1er-Version von Windows Mobile. Ich mache hier einen kleinen Speedtest gleich mit in dem Video. Diesmal mit Antutu 6. Die haben jetzt eine neue Version rausgegeben von Antutu. Und die lief in der letzten Build von Windows 10 Mobile auf jeden Fall noch durch. Ich hoffe, das läuft jetzt diesmal auch. Ein paar Apps für dich starten, kurz Wischgesten machen. Und das war es dann auch schon. Großartig. Nochmal ein kleiner Hinweis. Es sind auch wohl einige Videofunktionen verbessert worden. Und zwar die Aufnahme auf Speicherkarte von Audio. Die Bildqualität soll bei Aufnahme auf Speicherkarte wohl auch besser sein. Vielleicht ein anderer Kompressionsalgorithmus. Oder besser, beziehungsweise vielleicht wurden an einigen Stellschrauben ein paar Veränderungen vorgenommen. Kann ich schlecht sagen, ich habe keine Speicherkarte. Mein Handy ist ein Lumia 930, mit dem ich auch eigentlich zufrieden bin. Auch wenn es vor kurzem eine Reparatur war. Da gibt es wohl ein Mikrofonproblem. Deswegen nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Falls ihr das Freisprechmikrofon nicht nutzen könnt, unter Windows 10 Probleme habt mit der Videoaufnahme bzw. mit Audio da drin und Shazam nicht geht, das hat mit Windows 10 sehr wahrscheinlich überhaupt nichts am Hut. Sondern das liegt einfach daran, da gibt es eine Kinderkrankheit bei den Lumia 930ern, da fallen die Mikrofonarrays teilweise aus. Also nicht, dass jetzt überhaupt kein Mikrofon mehr geht, das normale Sprachmikrofon geht, aber das Mikrofon oder die Mikrofone, die für Videoaufnahmen zuständig sind, die geben wir wohl mal einfach auf. Okay, aber jetzt zu dem Test hier. Ich schalte das Gerät mal ein. Ihr seht normal, Windows 10. Ich habe die DPIs ein bisschen umgeschaltet hier. Auf dem Gerät habe ich die DPI-Zahl etwas nach unten geschraubt, weil ich finde die Auflösung hier von dem Gerät, also beziehungsweise das Display von dem Gerät, ist mit 5 Zoll doch auch für etwas kleinere Schriften ganz gut geeignet noch. Bringt ein bisschen mehr Oberfläche oder Raum für Apps. Fällt jetzt nicht extrem auf. Manchen Sachen finde ich das ganz gut, auch mit dem Wegwischen von Hintergrund-Apps. Finde ich dadurch ein bisschen schöner, sage ich mal jetzt. Okay, ich schalte es mal frei. Und ihr seht halt, erstmal auch mit der DPI-Umstellung passiert, sieht jetzt nicht großartig anders aus, das Ganze. Eigentlich wie gewohnt. So, ich gehe jetzt mal auf die Telefon-App, starte die mal kurz. Einfach Schnelldurchgang halt, wie schnell die Sachen starten hier. Man sieht, das geht. WhatsApp. Relativ fit da, fix da. Gehen wir auf die Mail-App. Sachen sind jetzt nicht gecached hier. Laufen mit, also jetzt direkt beim Starten zum ersten Mal. Und werden nicht aus dem Hintergrundbuffer geladen. Ich gehe nochmal in die Mail-App rein. Starte mal, hier ist eine neue Nachricht. PC-Welt. Lädt jetzt runter. Und ich schalte am besten auch, wenn wir das WLAN ein. Einfach mal einschalten hier. Kurz verwarten und okay. Ist vom Content-Verbrauch oder Datenverbrauch vielleicht ein bisschen angenehmer für mich. Scrollt alles okay. Wie gesagt, diese kleinen Lecks habe ich im letzten Video schon gesagt. Ich habe das Gerät hier per USB-Kabel mit dem PC verbunden. Da gibt es eine kleine App von Nokia. Project My Screen heißt die, glaube ich. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Und damit kann man den Bildschirminhalt auf dem Monitor wiedergeben, beziehungsweise im PC einspeisen. Okay, was gibt es hier noch zu starten? Kalender. Gehen wir mal auf Wecker hier. Wetter. Ups. Hab ich gerade einfach geschlossen. Naja, was soll's. Da sind immer noch ein paar kleine Macken drin, wie man manchmal sieht. Allerdings nicht mehr weltbewegendes. Ein paar Bilder hier durchgehen. Rotwein-Test. okay. Starte ich jetzt noch mal hier kurz Word.
schließt dann die Word App, wie man sie kennt, wenn man sie drauf hat, ist eine kleine Verbesserung und vielleicht zu Windows 8. Die Office-Produkte sind dann noch ein bisschen ausgereifter hier unter dem 10er. Okay, gut. Was mache ich jetzt noch als nächstes? Ja gut, den Edge mal aufrufen hier. Und einen kleinen Festplatten. Preisvergleich habe ich mal angestellt. Naja. Läuft also okay. Also auf meinem Display ist es sehr flüssig hier auf dem und im Video könnte es ein bisschen ruckeln halt. Das liegt wie gesagt daran, dass das per USB übertragen wird. Natürlich hier diese, ich würde es schon fast als Missgeburt bezeichnen, halt Microsoft Health. Die vorige App war doch um Klassen besser halt. Aber unter Windows 10 hat man wahrscheinlich von Microsoft gedacht, warum sollte man halt eine gescheite App rausbringen. Wir verkaufen ja unser neues Smartband halt und damit sollen die Leute ja keinen Spaß haben, deswegen eine schlechte App fürs Handy rausbringen. Dann hat man wenigstens keinen Spaß an dem schönen neuen Armband von denen. Eigentlich eine logische Entscheidung, so macht es Microsoft anscheinend immer. Auch die 950er Besitzer werden sich wahrscheinlich freuen über ihre ausgereifte Software. Und naja, dafür kann man ja funktionierende Apps wegstreichen. Ich fand diese alte Gesundheits-App oder wie die jetzt immer hieß, war schon toll. Und die neue ist meiner Meinung nach Müll. Aber egal. Store aufrufen. Ist okay, ich finde, der hat sich sogar noch ein bisschen verbessert in der Geschwindigkeit, aber das kann jetzt auch täuschen. Ich habe das Gerät übrigens einfach drüber installiert, also die neue Version. Ich habe jetzt keinen Hardware-Reset gemacht, beziehungsweise keine Neuinstallation des Betriebssystems, sondern einfach drüber installiert. Vielleicht lässt sich noch ein bisschen mehr rausholen, wenn man es einfach neu installiert. Kann sein. Für mich reicht das so, wie es jetzt ist, vollkommen aus. Nochmal ein bisschen zu Nachrichten. Gehen wir da nochmal drauf. Gucken, ob da irgendjemand ist, der Krokodil anbietet. Gibt ja bestimmt Politiker, die haben Interesse dran anscheinend. Okay, nichts. Und Tagesaktuell, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, halt Volker Beck. Was für ein Schwachsinn. Obwohl ich mich jetzt frage, warum man in Berlin auf der Straße angehalten wird. Und erst recht dann als Politiker auch noch gefilzt wird. Verschwörung, Verschwörung. Was? Gut, Finanzen, gehen wir auch nochmal drauf. Schieben wir hier ein bisschen durch die Gegend und dann kommen wir auch mal zum Wegstreichen. Und das ist hier, wie gesagt, ich habe die DPI-Zahl verändert. Kann man auf jedem Lumia eigentlich machen. Sollte aber nur kurz das Display haben, sonst macht es immer keinen Spaß mehr mit der Darstellung von manchen, bei manchen Apps. Wegstreichen geht hier alles zügig. Und die kleine Macke, die da vorher drin war, halt, dass wir gerade beim Wegstreichen anscheinend jetzt der Homescreen, obwohl das der letzte Bildschirm ist, der natürlich logischerweise offen ist, also zum Start. Anstatt das, dieser Bildschirm wurde mir dann halt die letzte App angezeigt. War ein bisschen irritierend, scheint jetzt wohl gegessen zu sein, das Thema. Finde ich schon mal ganz gut. Okay, gehen wir jetzt mal zu Antutu. Und zwar jetzt in der 6er Version. Okay. Das ist mein alter Score unter der Version, die, was war eine, irgendwas mit 7, 007, keine Ahnung. Die letzte Version, die vor der 122er rauskam. Da steht 5988, vielleicht merken und dann vergleichen mit dem gleich rausgekommenen Ergebnis. Aber die können sowieso immer variieren. Und ich würde da jetzt auch nicht extrem viel Wert drauf legen, halt auf diesen Test. Aber ist wohl gewünscht, also mache ich das jetzt hier mit dem Benchmark. Der dauert jetzt relativ lange im Vergleich zu dem alten Benchmark, dem kleinen, aber ist natürlich auch ein bisschen bunter. Ich habe mal bei der schönen Musik und dem tollen Hintergrundgrafik jetzt mal den Sabbel. Man könnte es auch genießen.
gerade hier so letztes Mal hängen geblieben und mal sehen. Aber es läuft. Also nicht bei der letzten Build, sondern bei der letzten Version von Tito Benchmark 6. Ich hoffe, die Musik war jetzt nicht Medienstasi geschützt halt und wird dann, ich hoffe, das Video wird jetzt nicht gestrichen bei YouTube, weil da jetzt keine Gebühren für gezahlt wurden. Naja, der RAM-Test dauert jetzt auch länger, CPU-Test UX. Der ist doch ein bisschen aufgeblasen worden, der neue Test hier von Antutu. Vielleicht macht es das Ganze dann auch wirklich vergleichbarer. Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich weiß auch nicht, wie ausgereift die Version jetzt ist. Und vor allen Dingen, es gibt so viele Geräte mittlerweile von Windows, von Microsoft oder von die alte Lumia Nokia-Serie, dass man da so nicht vergleichen, vergleichen sollte. Wenn ich einen 925 habe, hat das ein schönes Design. Es funktioniert, hat eine gespitzte Kamera. Und ob mir dann halt in irgendeinem Benchmark ein höherer Wert angezeigt wird, was soll's. Also mein Favorit wäre sowieso jetzt in letzter Zeit, nachdem ich mir die Geräte ein bisschen angeguckt habe mal, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund halt mein Handy den Geist aufgeben sollte, dann würde ich mir auf keinen Fall die Flaggschiffe holen. Ich finde Frechheit von Microsoft mit der Software kann man ein hochpreisiges Gerät nochmal nicht ausliefern. Und jetzt kenne ich natürlich die Diskussion halt, Apple hat auch nicht alles immer richtig gemacht. Ja, aber solche Katastrophen gab es dort nicht. Ist also schon ein bisschen peinlich für Microsoft gewesen. Halt. In der jetzigen Version könnte ich sagen, die hätte es vielleicht noch gehen können. Also mit der letzten und mit der jetzigen Version der Auslieferungszustand halt, was Firmware und Software betrifft halt von den Flaggschiffen, die 950er und XL-Serie zum Beispiel halt. Peinlich. Gar keine Frage. Da kann man auch nicht mehr darüber diskutieren, großartig. Oder ich würde es einfach sein lassen. Ja. Mit wem will man dann diskutieren drüber halt? Mit dem Apple-Besitzer? Ja, habt ihr auch Schwierigkeiten gehabt? Ja, kann schon mal sein, dass dann Seitenaufanzeige halt beim Browser nicht so toll aussah. Das sind alles Marginalitäten halt. Wenn das Gerät heiß wird, der Akku sofort leer ist halt und andere Probleme auftreten halt, ist das kein Spaß mehr. Schon gar nicht beim Gerät für einen Verkaufspreis von über 600 Euro. Ganz nebenbei fand ich die Wertigkeit jetzt auch ein bisschen, naja, das Ganze sieht mir jetzt auch ein bisschen günstiger aus, als es für so ein Flaggschiff eigentlich sein müsste. Man sieht ja jetzt hier mit diesen, ich weiß nicht wie die jetzt heißen, irgendwelche Covers, die man jetzt kriegt, halt, voller, anscheinend eine ganz große Firma halt in dem Ding. Damit sieht das Gerät ja auch schon wesentlich besser aus, kostet aber nicht so viel, ich weiß auch ein 50er diese Cover. Und hätte Microsoft genauso machen können. NFC und Laden ohne Kabel geht wohl mit diesem Cover auch. Also warum so billig gestalten? Aber egal, ich habe mir das Gerät nicht geholt, genau aus diesen Gründen, die ich aufgezeigt habe. Und bin mit meinem 930er hier auch bisher zufrieden. Und soll jeder für sich entscheiden, ob er so ein Gerät kauft. Es wird sich wahrscheinlich zu einem recht guten Gerät entwickeln, mit einer ausgereiften Windows-Version und gescheiten Firmware. Aber naja, man ist dann Testkäufer. Da hätte ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Okay, der Wert hat sich jetzt hier nach unten korrigiert, heißt aber nichts. Das ist von Benchmark zu Benchmark verschieden hier. Okay, wir raus. Ich mache jetzt nochmal Spaß, habe den alten Antutu und starte mal jetzt. Noch mehr Vergleichsmöglichkeiten. Da unten wieder ein Total Score. 24634. Alter Wert. 11.2.
Das war dann also letzte Bild und auch letzte Video. Gehen wir mal auf den Benchmark. Starten hier auch mal. Der dauert jetzt nicht ganz so lange. Ganz nebenbei gab es auch noch eine neue Kamera-App. Mir gestern runtergeladen und die scheint jetzt ein wenig fixer zu fokussieren. Hab den Eindruck. Und okay, schon durch hier das Ergebnis. Und das ist natürlich schon mal ganz gut. Also anscheinend tut sich in den Apps auch noch ein bisschen was. Obwohl ich doch das Gefühl habe, dass Microsoft ein bisschen dran gegeben hat, das ganze Projekt Windows Mobile. Denn eigentlich müsste sowas viel zügiger passieren halt. Deswegen auch dieser Rückstau förmlich an neuen Versionen halt und an Versionen, die stabil laufen. Also mit der Auslieferung des Geräts hätten die ja schon lange, hätten die schon fertig sein sollen. Mit der Auslieferung der 950er Serie. Und eigentlich hätten auch schon die neuesten Updates für eine stabile Version da reinfließen müssen halt nochmal. Ist nicht passiert. Okay. Wie gesagt, in Zukunft okay. Kann man da bestimmt leben. Aber zum Verkaufszeitpunkt, naja. Gut, jetzt mache ich nochmal hier einen Test von einem bekannten Autorennspiel. Mache ein bisschen Werbung für Gameloft. Gibt ja nicht allzu viele. Gibt schon gute Zocks für das Windows Phone System. Aber lange nicht so viele halt wie jetzt. Warum muss ich hier eigentlich meinen Anbieter auswählen? Das soll ja Quatsch. Ich mache mal jetzt hier. Na gut. Vodafone. Ach, die greifen wieder Daten ab, was soll's. Und jetzt schalte ich mal ein Spiel hier, nur ein kurzes. Ich werde jetzt nicht lange fahren hier, aber einfach mal auch Werbung. Schön, Dankeschön. Einfach mal ein ganz kurzes Testvideo. Angeblich sind ja auch in der Mache neue Firmware-Updates, auch für die älteren Lumias. Bin ich mal gespannt, vielleicht funktionieren die Geräte dann besser halt mit dem 10er System. Kann man das auch wegklicken hier? Anscheinend nicht. Okay, ich bin jetzt hier kein Profifahrer. Also, verzeiht's mir. Wenn ich hier ein paar Unfälle baue. Okay. Seltsamerweise ruckelt das Spiel jetzt mehr. Allerdings habe ich es vorher auch ohne USB-Kabel und Bildübertragung auf dem PC gespielt. Das kann auch damit zusammenhängen. Oh, ich bin ja, glaube ich, Erster hier. Jetzt habe ich mal irgendwo rein hier und dann höre ich auch auf. Zelda, Zelda, yes! Getroffen. Okay, beenden wir das Ganze hier mal. Und tschüss. Naja gut, es läuft. Akkuverbrauch soll sich gebessert haben. Ich habe auch den Eindruck, dass sich der gebessert hat. Und ich habe jetzt ja ziemlich viel schon gemacht. Habe es gestern aufgeladen. Und ist jetzt bei 60%. Damit kommt man dann so gut an die 2 Tage. Also ich komme dann die 2 Tage dann locker klar. Für die normalen Besitzer halt dieser Geräte. Das sind dann halt die Zocker gemeint zum Beispiel auch halt. Es kann nie genügend Akku geben, aber es gibt ja diese Powerbanks.
Okay, das war's dann auch schon wieder. Und ich bedanke mich wie üblich fürs Zusehen und wünsche viel Spaß beim Installieren der neuen Build. Ciao.